Ganz kleine Zwischenbemerkung. Ich bin hier gerade in dem mittleren Raum von den drei Räumen hier in der Gruseletage. Und irgendwas hier ist da in Rot an die Wand geschrieben, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Ich bin ja auch im letzten Kapitel in der Freetime hier reingegangen, um nach Hidden Monokuma mich hier umzuschauen. Dass mir das hier links an der Wand auch nicht aufgefallen. Da irgendwas hingekritzelt stehen sollte, sogar mit einem kleinen Smiley dahinter. Wahrscheinlich irgendwie so ein kleiner Entwickler Scherz-Dingsbums oder dergleichen. Ich bleibe auch mal ganz kurz drinne, weil mich würde mal interessieren, wie der Tatort des letzten Trials jetzt wieder zurechtgemacht ist, also der Computerraum. Wird Shuichi bestimmt reingehen und denken, oh, hier sieht es ja wieder sauber aus, hat Monokuma bestimmt wieder aufgeräumt oder keine Ahnung was. Irgend sowas in die Richtung wird da bestimmt leicht zu hören sein. Wenn da nicht sogar auch ein versteckter Monokuma zu finden ist, da bis jetzt die Suche hier zumindest bis dritte Etage so ziemlich erfolglos verlaufen ist. Aber irgendwo sich eigentlich noch zwei befinden müssten. Außer es wird noch irgendwie was freigeschaltet im Laufe jetzt des Kapitels. Durch Cockatrice oder was einwirken oder was auch immer für ein Einwirken. Na? Shuichi schweigt. Mios Leiche ist fort. Sie und Gonta, sie sind beide fort. Ja, das ist so. Also noch die ganzen Stühle und keine Ahnung, was wird hier auch alles wieder beiseite geräumt. Und hier scheint aber auch kein Hidden Monokuma versteckt zu sein. Hätte ich, wenn sogar noch mit am ehesten erwartet, so am Tatort des letzten Kapitels. Und wenn dieser Computer nicht hier gewesen wäre, hätte Mio niemals den Mord geplant. Ich weiß, ich sollte so nicht denken, aber ich kann einfach nicht anders. Ist das hier was Neues dazu? Ja. Das ist normal, denke ich mal. Gut, hier auch nichts weiter. Dann suche ich mal das Stockwerk weiter ab. Mache hier wieder einen kleinen Schnitt bis zum nächsten Hidden Monokuma. Oder, ja, weiteren Dingen, die auffallen oder die interessant sein könnten. Bis dann. Du denkst also, du kannst dich darum verstecken. Ich wusste doch, dass es gut war, dass ich immer da oben auch auf die Köpfe von den Statuen und dergleichen achte. Gut, hat sich hier also Nummer 3 versteckt, dann bleibt nur noch einer zu finden. Aber es ist auch nicht mehr viele Orte da, an denen ich noch suchen könnte. Ich habe auch nicht in Mios Labor geschaut, weil ich dachte, ach, wenn da in Kibos Labor direkt nebenan eins ist, dann wird schon in Mios Labor nicht sein, zumal in Mios Labor schon mal ein versteckter Monokuma war. Deswegen, falls ich den vierten nicht in den verbleibenden Räumen, sprich in, was bleibt denn jetzt noch, Tsumugis Labor, mein Labor, also Tsuchis Labor. Oh, das war's ja dann schon, oder? Ja, ich glaube, den Rest habe ich alles abgesucht. Dann würde ich nochmal in Mios Labor schauen, ob ich oder wir dort den vierten finden. Ich würde sagen, da wir jetzt da fast zum Ende meiner Suche hier ansonsten angekommen sind, bleibe ich jetzt mal ganz kurz hier im Schnitt, beziehungsweise in der Folge jetzt hier kurz drinne. Ich frage mich, weil hier oben vor unserem Labor haben wir schon im Gang, auf dem Rückweg, als Kibo uns geholt hat, schon einen Hidden Monokuma gefunden. Deswegen kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass hier oben sich dann noch irgendwo einer verstecken soll. Oder es ist irgendwo einen, den ich übersehen habe, der noch besser oder so versteckt ist, als der da oben gerade auf der Statue platziert war. Ich weiß es nicht. Hier war halt auch prädestiniert, noch irgendwo einen zu verstecken, aber... Moment mal. Hier ist doch... Ich sehe diesen Schatten hier. Ich sehe diesen Schatten hier. Da oben. Damit haben wir alle. Oder? Müssten noch alle sein. Dann kann ich mich ja mal direkt kurz ins Dormitory beamen, um nochmal sicher zu gehen, dass ich jetzt wirklich alle habe. Map. Gehen wir mal ganz kurz hier hin. Nutzen wir jetzt wirklich mal die Schnellreisefunktion hier. Gehe ich nochmal ganz kurz in unser Zimmer, um zu schauen, ob wir jetzt vier haben. Müssen aber alle vier gewesen sein. Und den letzten Hidden Monokuma gibt es dann 100 Pro wieder am Trial. Haben sich also doch zwei oben in der fünften Etage versteckt. So, ja, das sind vier.
Alles klar. Dann haben wir alle. Und dann gehen wir jetzt mal 0,x zu Tsumugi, die auch ganz in der Nähe hier gleich ist. Nämlich, wie gesagt, draußen vor dem Eingang vom Schrein hatte ich sie stehen sehen. Auf der Suche nach den versteckten Monokuma. Dann speichern wir mal ganz kurz, bevor wir mit ihr reden und mit ihr die erste Freetime machen. Dann wird bestimmt der Tag zu Ende gehen. Oh, und dann wird, dann gibt's wieder Key of Love Action. Muss gleich mehrfach speichern hier wahrscheinlich. Gut, das heißt, bevor ich mit dir rede, einmal ganz kurz saven. Save, 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 save. Komm schon. So. Hier drüber. Jawohl. Und dann machen wir mal mit dir eine Freetime. Ein Held zu sein ist eine sehr einsame Sache. Was für eine klassische Geschichte. Es gibt sogar... Achso, es gibt sogar Helden, die einsam sind, eben weil sie zu stark sind. Saitama? One Punch mit Anspielung? Oder was? Sollte ich eine Weile mich mit Tsumugi abgeben? Na klar. Ich sehne mich nach einem Helden, der... der diesen ganzen Mist hier mit einem Schlag beseitigen kann. Es war eine One-Punch-Man-Anspielung. Okay. Ja, Tsumugi redete voller Sehnsucht und voller, voller Emotionen und dergleichen mit mir über ihren Lieblingshelden. Mit dem Namen Saitama. Tsumugi und ich kamen uns ein Stückchen näher. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher und speichere hier nochmal einmal extra mehr ab, auch wenn ich zweifle, dass ich ihr ein falsches Geschenk gebe, weil wir, glaube ich, mehr als genug haben, was Tsumugi mehr als zufriedenstellen dürfte. Da sollten wir absolut gar keine Probleme haben. Möchtest du ihr ein Geschenk geben? Aber na klar. Und zwar, was haben wir denn hier so Schönes? Wir haben doch noch Nähsets, haben wir hier noch, ja, Photoshop, ein Gesicht, was nicht so hübsch ist, in etwas Flashiges machen, damit sie nicht so Jimmy ist, also nicht so schlicht, einfach, keine Ahnung was. Oh Gott, oh, da fällt mir was ein. Ich muss im Hintergrund schon mal was vorbereiten, was wir jetzt hundertprozentig wieder für ihre Freetime brauchen werden. So, da. Yep, gut, alles vorbereitet für die Freetime. Ich werde es aber noch ein paar Mal machen, keine Sorge. Ich übertreibe es nicht so. Wahrscheinlich. Mal gucken. Je nachdem, wie ich Lust drauf habe. So, geben wir erstmal das Naked. Das ist sowieso eines der Favorite-Sachen. Was? Kann ich das wirklich haben? Wirklich? Ich meine, niemand anders hier kann das sowieso so sehr wertschätzen, wie ich es kann. Shuichi, was machst du denn eigentlich, wenn es nachts ist? Schläfst du sofort ein? Nun ja, ich habe nicht wirklich irgendwas zu tun, deswegen ist es meistens so, dass ich direkt ins Bett gehe. Das habe ich zunächst auch getan, aber mittlerweile ist es so, dass ich üblicherweise lange wach bleibe. Ich meine, 10 Uhr abends ist einfach irgendwie zu früh, um ins Bett zu gehen oder schlafen zu gehen. Und deswegen habe ich stattdessen irgendwelche Papiermuster hergestellt für mein nächstes Cosplay, was ich plane, bis ich dann dabei müde werde. Das erinnert mich daran. Du sagtest ja, dass du es magst, die Outfits, also dass du es mehr magst, die Outfits zu entwerfen, statt sie zu tragen, nicht wahr? Ja, es ist okay, wenn andere Leute sie tragen. Ich hab's ja schon zuvor gesagt, aber es gibt einige, die einfach sich selbst mehr in den Vordergrund stellen als die Charaktere, die sie inkorporieren. Und das ist also der Grund, warum du mit Liebe cosplayst. Natürlich denke ich, dass es auch immer noch Cosplayer gibt, die denken, dass ihre Charaktere am wichtigsten sind. Aber, naja, die schlimmsten unter den Cosplayern benutzen ihre Charaktere einfach so als Trittbrettsteine, Stepping Stone. Wie kann man das nochmal idealerweise nennen? Stepping Stone. Also so als Trittleiter, glaube ich, im Deutschen, oder? Stepping Stone. Als Trittstein, Steigbügelhalter, Sprungbrett oder sowas, genau. Als Sprungbrett? Menschen können ziemlich berühmt werden, indem sie Cosplay machen. Und deswegen, von dem Gedanken ausgehend, versuchen einige Leute eben einen derartigen Ruhm zu erlangen, dass sie Berühmtheiten
ja, Promis oder Idols und dergleichen werden. Ja, in Japan gerade, in Deutschland eigentlich auch nicht so weit verbreitet. Ich glaube, in Amerika mittlerweile auch zu einem gewissen Maße ist professionelles Cosplayen mit Bezahlung und dergleichen durchaus ein Geschäft. Also gerade die ganzen Cosplay, die man dann zum Beispiel auf Spielemessen, Anime-Conventions, nicht unbedingt auf Deutschland, aber eben auch vielleicht gerade bei Spielemessen international und dergleichen sieht, wo sie dann Charaktere cosplayen aus den entsprechenden Games. Das sind ja dann meistens eben bezahlte, also von den entsprechenden Spieleentwicklern oder Anime-Studios bezahlte, hochprofessionelle Cosplayer. In Japan auf jeden Fall, aber auch bei einigen amerikanischen Messen, E3 und dergleichen, gibt es das ja mittlerweile auch. Deswegen, in Deutschland ist es allerdings, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland großartig Cosplay haben, die allein durchs Cosplayen, also vor allem allein durchs Cosplayen, ihren Lebensunterhalt verdienen könnten, durch Cosplay-Aufträge für Firmen, für Events, für Promo-Events oder für Veranstaltungen, Conventions. Ich glaube, dafür ist der Markt auf Deutschland nicht groß genug, glaube ich. In Amerika und Japan ist es eher möglich, auf jeden Fall. Ich schätze mal, das stimmt schon. Das ist dann wie ein Sprungbrett für sie. Nicht wahr? Es ist ja okay, wenn sie mich nicht respektieren. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie ihre Charaktere nicht respektieren. Aber wenn ich dann so wütend werde, fangen die einfach an, mich einen Elitisten zu nennen und hören auf, mir zuzuhören. Tsumugi seufzte und rubbelte ihre Tempels, was? Und rieb, Deutsch, lern mal Deutsch, Flo, über ihre Schläfen. Okay, die Schläfen. Und rieb an ihren Schläfen. Das muss ein ziemlich ernstes Problem für sie sein. Anosa! Wenn Leute anfangen zu cosplayen, dann wollen sie üblicherweise sich nur so anziehen wie die Charaktere, weil sie mögen. Aber dann braucht es nur eine gewisse Zeit und irgendwann dreht sich das Ganze um. Und je länger man es tut, desto mehr dreht es sich ins Gegenteil. Es dreht sich? Aber das Gefühl ändert sich doch nicht, oder? Ja, was Cosplay angeht, da hat man mehr Kontakt mit anderen als bei vielen anderen Hobbys. Am Anfang macht es einfach noch Spaß, die Outfits zu tragen, aber dann fängt man an zu vergleichen, anderen die Meinung zu sagen oder selbst Meinungen aufgezwungen zu bekommen. Und dann geht so eine ganze Menge Drama los. Und bevor du weißt, wie dir geschieht, dann ist dieses Gefühl, sich einfach nur wie einen Charakter kleiden zu wollen, ausgetauscht durch dieses Verlangen, sich den Standards oder den Ansprüchen von anderen Leuten anzupassen und beziehungsweise denen die zu erfüllen, die Erwartungen. Deswegen Make-up, die Farbe von der Perücke, Kontaktlinsenfarbe, was immer du auch tun musst, um es wirklich so perfekt wie möglich zu machen. Aber Perfektion ist doch kein so schlechtes Ziel, oder etwa nicht? Aber das Problem ist dann, dass sie ja, anfangen, sich lustig zu machen über alle, die es nicht perfekt hinbekommen. Oh, scheiße, da fällt mir was ein. Ich muss sofort eine WhatsApp-Nachricht schreiben an meine Eltern. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wo wir gerade über Cosplay reden. Gut, dass ich diese Aufnahme von Danganronpa heute mache und gut, dass wir eine Freetime mit Tsumugi machen, weil wenn diese Folge hier rauskommt, wird es wahrscheinlich schon längst. Ja, weiß ich nicht. Wird es vielleicht gerade. Nee, ich werde es dann noch nicht in den Händen halten. Warte mal, wann kommt diese Folge überhaupt? Bis 22. habe ich Folgen. Dann habe ich noch 3 vorbereitet. Aber vielleicht passt das ganz, fällt das ganz gut zusammen mit dieser Folge hier, oder? Das ist vor 1-2 Tagen passiert. Bestimmt auf Twitter habe ich es gepostet. Ich hatte nämlich mal für eine Freundin, die bei einer Zeitung gearbeitet hat oder Praktikum gemacht hat, ein Interview zu Cosplay gegeben. Und ich glaube, das, was ich jetzt gleich hier sagen will zu Tsumugi und zu dieser Sache, über die wir gerade reden, das habe ich ihr zwar auch gesagt, aber das kommt, glaube ich, nicht in den Artikel rein. Aber mir fällt nur gerade ein, dass ich meinen Eltern noch mitteilen muss, dass sie auf jeden Fall die Zeitung von morgen aufheben müssen. Ich nehme das hier am Dienstag, den 20.02. auf und am morgigen 21.02. ist es nämlich in der Zeitung. Deswegen, ich mache hier mal einen ganz kleinen Schnitt, bis ich gerade die Nachricht an meine Eltern abgesetzt habe. Deswegen, ich melde mich gleich zu der Thematik Cosplay nochmal hier zurück. Kurzer Schnitt. So, gut, Nachricht ist abgesetzt. Ich hoffe mal, damit ist dann die Erinnerung perfekt und dass ich dann auch
den Zeitungsartikel in die Hände bekommen kann und dann nächstes Wochenende, wenn ich wieder daheim bin, lesen kann. Ja, was mir nämlich gerade einfällt, in dem Interview habe ich auch gesagt, warum ich, obwohl ich es gerne bis jetzt gemacht habe, hätte, bis jetzt nie gecosplayt habe, weil genau diese Sache hier so eine von den Sachen ist, die ich vielleicht nicht unbedingt aus der deutschsprachigen Cosplay-Community, aber doch so bei Online-Drama mit Cosplay aus dem amerikanischen Bereich und so oftmals höre. Gerade das ist unter... alles, was ich jetzt sage, bezieht sich nie auf alle Cosplayer. Es gibt in jeder Subkultur und der Subkultur immer ein paar bestimmte Spezies, um es freundlich auszudrücken, die anderen alles madig machen müssen. Aber einer der Gründe, oder was ich immer so mitbekomme, ist, dass ja, Leute, die wirklich, ein paar von den Leuten, ich muss wirklich vorsichtig ausdrücken, ein paar von den Leuten, die Cosplays komplett selber nehmen, wofür ich riesigen Respekt habe und auch ein paar von meinen Japanologen Freunden oder Kommilitonen aus dem Bachelor oder auch aus dem Master sind welche, die oft regelmäßig cosplayen und die 3 bis 4 Monate an einem Kostüm sitzen, und ich habe einen heiden Respekt für all die Arbeit, das Material, das Geld, was man da alles reinsteckt, um dann ein ordentliches Cosplay rausmachen zu können. Und selbst dann sieht es vielleicht immer noch nicht so hundertprozentig perfekt und genau nach dem Charakter aus, weil man hier und da irgendwie Kompromisse eingehen muss mit dem Stoff und dem Material, damit es eben auch nicht zu kostenaufwendig wird und keine Ahnung was. Und deswegen finde ich es dann wirklich schade, einerseits, wenn tatsächlich so Mühen dann kritisiert werden, weil es eben vielleicht doch nicht gänzlich dem Charakter entspricht, wenn dann ja wirklich so eine Art Elitarismus, also so ein Elitendasein eben, was es ja zwischen Casual und den sogenannten Elite-Anime-Viewern genauso gibt, dass es das eben auch bei Cosplay gibt und dass eben gerade einige von denen, die eben wirklich ausschließlich Cosplay selber nähen, es nicht als richtiges Cosplay ansehen oder verachtend gegenüber Leuten sind, die Cosplays beispielsweise kaufen. Und ich bin halt der Meinung, weil ich kann nicht nähen, ich kann und will neben anderen Hobbys, die ich eben habe und die ich pflegen will, kann und will ich nicht die Zeit, das Geld, die Kosten aufbringen, um mir noch selbst beizubringen, zu nähen, die ganzen Stoffe zu kaufen, dann vielleicht am Anfang fürs erste Cosplay unglaublich viele Fehlschläge zu haben und da eben Geld viel zum Fenster rauszuwerfen für ein Cosplay, was dann vielleicht eben noch umso mehr belächelt wird, weil es mein erster Versuch ist und dann total schrecklich aussieht und keine Ahnung was, sondern ich wäre eben einer, der würde auch gerne mal cosplayen und in die Rolle eines Characters hineinschlüpfen, aber er würde das Cosplay eben dann kaufen wollen. Und es gibt natürlich dann auch bei solchen, die Cosplays kaufen, eben auch jenige, was dann von denen kritisiert wird, die nähen, und das kann ich auch verstehen, dass es Cosplayer gibt, die kaufen und dann behaupten, sie hätten es selbst genäht. Also lügen dann von wegen, ja, das ist ein selbstgemachtes Cosplay. Das ist natürlich genauso beschissen. Aber durch diese Leute gibt es dann eben auch die kaufen und sagen, es wäre selbst genäht, und wo es dann auffliegt, haben sich dann eben jene Leute auch gefunden, unter denen, die nur nähen und es für wichtig erachten zu nähen, die dann auf alles hinabschauen, auf jeden hinabschauen, der Cosplay kauft und dann als Cosplay trägt. Und das ist, und dieses so, ich will mir das dann nicht anhören von wegen, oh, du hast ja ein tolles Cosplay, wie lange hast du dafür gebraucht, und dergleichen dann zu antworten zu müssen, ich habe das gekauft, und ich will mir dann ersparen, diese Blicke dann an Leute zu kommen, die dann diese Blicke haben von wegen, oh, gekauft, naja, schön, gut, wir sehen uns, oder dann mit dann so einem megamäßigen, abfälligen Blick, weil sowas würde mich dann, glaube ich, megamäßig demotivieren, überhaupt zu cosplayen, einfach nur, wenn es eben, für mich ist es so, wenn es die Möglichkeit gibt, nicht jeder kann, will die Zeit aufbringen und hat die Fähigkeiten, den Skill, das wirklich zu nähen, selbst zu machen, um ja dann zu jeder Convention alle 2-3 Monate mit einem neuen Cosplay oder dergleichen anzukommen. Und deswegen für mich, natürlich auch aus meiner Warte her, das gerne machen würde, für mich ist es halt vollkommen legitim, es zu kaufen und dann aber eben auch zu sagen und ehrlich zu sein, dass es gekauft ist, wenn da Fragen gestellt werden von wegen, wie lange hast du dran gesessen und so weiter. Aber wenn, was ich mir eben wünschen würde, und ich weiß nicht, wie schlimm es da in der deutschen Community ist, ich weiß eben, dass es da einiges Drama in Japan und im amerikanischsprachigen Bereich auch auf Conventions gibt, wo dann selbst Leute, die ehrlich sind und sagen, ja, ich habe nicht die Zeit, Geld oder Fähigkeiten, es selbst zu nähen, deswegen ich kann es nur kaufen, dass aber auch diese dann von einem gewissen Elitenkreis von Cosplayern dann gering, ja, gering,
wertig angeguckt werden oder sich sogar irgendwelche blöden Kommentare und dergleichen anhören müssen. Und das ist so einer der Hauptgründe, warum ich bis jetzt für mich immer so, ja, Cosplay, ich nicht ausgeschlossen habe, aber was so der größte, die größte Wand ist, die für mich so vor dem Thema Cosplay da ist. Und ich war in dem Auslandsjahr am 2. jetzt mehrfach ganz kurz davor, mir diesen Trainingsanzug, Set und Schuhe von Subaru zu kaufen, von ReZero, weil das etwas wäre, was ich wirklich mal gerne gecosplayt hätte und ich trage generell gerne, wie man vielleicht auch aus allen Videos, wo ich mit Kamera zu sehen bin, relativ gerne hier im häuslichen Rahmen und dergleichen ja, Trainingsanzüge trage, wenn ich mich nur im Haus rumbewege. Das finde ich halt sehr gemütlich, deswegen würde so ein ja, Trainingsanzug-Cosplay à la Kazuma aus Konosuba oder Subaru aus ReZero würde super zu mir passen, glaube ich. Ja, deswegen hätte ich gerne mir das geholt, aber habe es dann einerseits aus finanziellen Gründen und aber andererseits dann eben auch aus diesen, ja, ich will mich da nicht als Newbie-Cosplayer, der eben nur kaufen und tragen kann, da dann den Leuten aussetzen, den Elitisten, die es gibt, die einen dann blöd anschauen. Und ich weiß, deswegen habe ich das am Anfang mehrfach betont, das ist vielleicht eine sehr vokale Minderheit unter auch den regelmäßigen und selbstschneidernden Cosplayern, auch in Deutschland, aber es ist oftmals so, eine negative Bemerkung, ein negativer Blick, eine negative Erfahrung kann den ganzen Kontakt oder sowas verderben. Kann man sich leicht, und ich bin auch jemand, der sich leicht für eine gewisse Zeit immer von sowas dann runterziehen lässt, und das ist dann bei mir so die größte Sorge, warum ich dann doch jetzt neben dem finanziellen Aspekt auch beim Kaufen von kompletten Cosplays, was auch nicht sehr viel billiger, wenn nicht sogar, kommt drauf an, bei Maßschneiderungen oder so, teurer ist als selbst schneidern oder nähen. Kommt auch wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wo und wie und genau in welcher Qualität man das Cosplay kauft. Aber eben mit diesem finanziellen Aspekt und aber auch diesem anderen war für mich immer so, ja. Irgendwann will ich es trotzdem einfach mal machen, wenn ich vielleicht da auch innerlich ein wenig meine, das da ein härteres Fell gegenüber vielleicht haben zu können. Aber und wenn ich meine, dass ich es dann finanziell auch eher stemmen kann. Weil die andere Sache ist so, wenn ich mir dann Cosplay hole und lasse es mir dann von irgendwelchen Leuten versauen, weil die auf mich hinabblicken, dann wäre dann das Geld, was ich dafür ausgegeben habe, würde sich dann auch irgendwie so wie zum Fenster rausgeworfen ausführen, von wegen, und dafür habe ich hier ein Cosplay gekauft, um so hier abgehandelt zu werden und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein und denke das, und es wird vielleicht nie so passieren, aber ja, eben genau das ist es ja, was hier Tsumugi anspricht, und ich kenne mich in der Cosplay-Szene jetzt selbst nicht zu gut aus mit Leuten, die vielleicht eventuell derartige Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß, die Cosplayer, die ich persönlich kenne, das sind alles sehr liebe Cosplayer, aber ja, man weiß halt nie, wen man dann so auf Cons begegnen würde, die einem dann, wie gesagt, vielleicht den Tag vermiesen, weil sie auf einen herabblicken, nur weil man eben ein Cosplay-Käufer ist, statt ein Schneider. So, damit ist aber wirklich genug des Themas. Wir machen mal weiter hier mit Tsumugi. Natürlich bin auch ich der Überzeugung, dass man sich sehr anstrengen sollte, um ein qualitativ hochwertiges Cosplay herzustellen, aber es ist noch sehr viel wichtiger, sich so zu fühlen, als würde man sein Lieblingscharakter werden. Deswegen möchte ich niemanden, der gerade anfängt mit Cosplay, als mies oder ein Newbie bezeichnen oder dergleichen. Ach Mann, ich habe einfach nicht die richtigen Worte dafür. Ich kann es nicht gut ausdrücken. Ja. Nein, ich glaube, ich verstehe es schon. Ich verstehe es auch sehr gut, Tsumugi. Tsumugi möchte niemals den Spaß am Cosplay vergessen. Und diese Gefühle sind es, was davor, wohl dafür sorgen, dass sie die ultimative Cosplayerin ist. Tut mir leid. Das war wahrscheinlich langweilig und war auch ziemlich schwer zu verdauen, oder? Bitte denke nicht, dass das alles ist, was was Cosplay ausmacht, okay? Viele Dinge beim Cosplay sind Moment, wo habe ich's? Schlicht, unauffällig, anspruchslos, einfach seriös, brav, dezent, bescheiden, still, verschlossen, zurückhaltend, spaßig. Hier in dem Fall ist das Plain oder Jimmy dann wahrscheinlich schlicht und ergreifend in dem Sinne wahrscheinlich. Machen schon Spaß. Nee. Das nächste Mal werde ich dann über jene spaßigen Dinge reden. Wenn du willst, natürlich. Und damit ein weiteres Freundschaftsfragment mit Tsumugi.
haben wir noch eine Freetime heute. Tsumugi und ich trennten sich, oder wir gingen unsere Wege und ich kehrte in mein Zimmer zurück. Oder haben wir schon Nighttime? Na? Das sieht noch nach Tag aus. Eine weitere Freetime. Wir haben noch Zeit. Was soll ich tun? Ich mache auf jeden Fall diese Freetime jetzt nochmal mit Tsumugi. Und dann dürfte Story weitergehen. Und dann schätze ich mal, dass am Folgetag vielleicht noch ein bis maximal drei, glaube ich allerdings nicht mehr, Freetimes kommen. Falls da in den vergangenen Folgen, wo ich das schon so angedroht habe, irgendwelche Wünsche noch aufgetaucht sind, würde ich dann gerne auf die eingehen. Kaito und Kokichi geht ja leider nicht. Maki sind wir schon voll, da bleibt ja auch nicht mehr viel weiter. Im Prinzip ist sowieso nur noch die Wahl zwischen Tsumugi, Kibo und Himiko. Deswegen, ich habe mich jetzt für Tsumugi entschieden, weil mit Cosplay und so weiter auch ein Thema ist, was mich eben bewegt, wie man vielleicht gerade gemerkt hat oder in der vergangenen Folge, je nachdem, wie ich das hier geschnitten habe. Preisfrage ist, wo hält sich Tsumugi jetzt überhaupt auf? Gucken wir mal direkt auf die Karte. Die ist irgendwo hier. Da hinten? Warum treibst du dich, in komischen Orten rum, weißt du das, Tsumugi? Du denn hier? Genau hier hinten, wo es so schön stockt. Ich muss irgendwie so in eine andere Richtung gucken, damit es nicht so sehr FPS-Einbrüche gibt. Sicherheitshalber trotzdem nochmal das Übliche. Einmal ein... Nein, nicht Backlog, ein Speichern. Na, komm schon her. Speichern. Wobei, ich glaube... Was habe ich denn jetzt gemacht? Auf Windows das gekommen. Ich kann auch hier drüber speichern, denke ich mal. So. Und dann reden wir mal wieder. Jetzt, wo Gontafort ist, frage ich mich, was eigentlich mit all seinen Insekten aus seinem Forschungslabor passiert. Ich glaube nicht, dass wir mit denen allen fertig würden. Sollte ich ein Weilchen mit Tsumugi abhängen? Aber natürlich. Ich fühle mich zwar schlecht dabei, aber wir sollten sie wahrscheinlich einfach so lassen, wie sie sind. Ich frage mich, ob Gonta deswegen wohl wütend werden würde. Tja, und so verbrachte ich ein wenig stille Zeit mit Tsumugi. Stille Zeit, also stille Wasser so tief. Tsumugi und ich kamen uns ein wenig näher. Und wir geben mir natürlich ein Geschenk. Ich gebe mir mal als nächstes die Perücke, weil ich mir bei dem Buch nicht so sicher bin, ob das so hundertprozentig klappt. Wobei, das klingt eher weniger nach etwas für sie. Das hier ist auch sehr nützlich für Cosplayer. Machen wir mal den Spiegel. Komm. Der müsste auch passen. Oh, das ist ja schön. Du hast einen guten Geschmack, Shuichi. Wenn du mir das anbietest, dann werde ich das mit Freuden annehmen. Ich bin wirklich sehr glücklich. Ja. Okay, und wie ich es versprochen habe, heute ist die Cosplay-Macht-Spaß-Episode. Tsumugi scheint ziemlich energetisiert zu sein. Also ziemlich, wie kann man das sagen? Energisch? Nee. Energetisch? Nee. Sehr energiegeladen zu sein. Ich frage mich, was sie heute wohl im Angebot hat für mich. Zunächst einmal werde ich dir Worte der Weisheit von meinen Cosplay-Freunden mitteilen. Du sorgst dafür, dass die Größe deiner Augen... Also, dass die... Deine Augen größer sind. Was? Make-up? Aha. Moment. Ich muss noch mal kurz in den Dialog gucken, wenn es mich in den Dialog reinkommen lässt. You make the size of your eyes up. Also, Make-up und the size of your eyes. Also, die Augengröße durch Make-up vergrößern oder so wie so etwas? Make-up. Make-up ist so ziemlich, als würde man ein Bild auf dein Gesicht malen. Man kann mit Make-up dafür sorgen, dass jemand wie eine vollständig andere Person aussieht. Verstehe. Mit Make-up können einige Kerle so gut crossplayen, dass es fast dafür sorgt, dass ich mich ein wenig verloren oder ein wenig unweiblich fühle. Und das als Frau. Leute, Kerle, die crossplayen? So, ja, die, die sind so süß, dass ich nicht
nicht mal zweimal nachdenken würde, wenn ich sie auf der Toilette der Frauen sehen würde. Hm. Also für die, die nicht wissen, was Crossplane ist, auch wenn es sich, denke ich mal, aus dem Kontext hier ergibt, Crossplane ist, wenn zum Beispiel ein Kerl eine weibliche Figur cosplayt und das auch als weibliche Figur. Es gibt ja dann auch noch so, da weiß ich gar nicht, wie man das dann nennt. Also wenn sozusagen wenn die Figur gendergebändert dargestellt wird, dafür müsste es ja auch noch ein Wort geben. Zählt das dann auch unter Crossplay? Da bin ich jetzt überfragt gerade. Oder wenn eben auf eine männliche Figur von einer weiblichen Person dargestellt würde, aber die eben dann das Männliche verkörpert. Aber ich muss jetzt zum Beispiel gerade denken an eine weibliche Ace, die ich mal gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Buchmesse oder ob das in Japan gewesen war. Wie würde man das dann nennen? Also wenn eine Frau dann zwar männlichen Charakter, aber eben in der gegenderbänderten Version, also tatsächlich als Frau darstellt. Ist es dann Gender Crossplay? Ich weiß es nicht genau. Dafür gibt es bestimmt auch einen Begriff. Aber dafür stecke ich nicht tief genug drin. aber Moment mal, die dürften doch von vornherein gar nicht auf dem Frauenklo sein, nicht wahr? Hm? Naja, Conventions können mega chaotisch werden. Deswegen kommen heiße Kerle öfters mal auf die Toilette der Frauen und umgekehrt. Ernsthaft? Also, dass Frauen auf Männerklos kommen, geschenkt. Das sehe ich auf Cons tatsächlich mehr als zuhauf. Auch auf der Leipziger Buchmesse oder wo immer es überfüllt ist, wo ein paar Frauen dann mal kurz aufs Männerklo gehen, weil sie keine Lust haben, sich an die ewig lange Frauenschlange zu stellen, geschenkt. Aber Kerle, die aufs Frauenklo gehen? Und dann vor allem noch heiße Kerle angeblich? Ich würde eher vermuten, dass durch Make-up einigermaßen normale, aber vielleicht im Cosplay gerade etwas nicer als sonst aussehende Kerle dann aufs Frauenklo deswegen gehen, wenn sie crossplayen, in der Hoffnung, dass sie da vielleicht irgendwie eine nette Schnitte oder keine Ahnung was kennenlernen. Also eher die verzweifelten Typen das machen, statt die tatsächlich heißen Typen. Vielleicht interpretiere ich da auch schon wieder zu viel rein. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich chaotisch wird, aber... Ach ja, und ich sollte dir Bilder zeigen von Nachstellszenen mit Cosplayern. Sie stellen Szenen nach? Was bedeutet das denn? Ja, das ist, wenn Leute oder ein paar Menschen Charaktere von demselben Werk cosplayen und zusammenkommen. Und dann versuchen, ein paar berühmte Szenen aus dem Werk nachzuspielen. Aber 2D-Posen sind natürlich nicht dasselbe wie 3D-Posen, ganz natürlich. Um sie ordentlich zu reproduzieren, braucht man manchmal ein unglaublich seltsames Setup. Ja, das stimmt. Ich habe mal irgendwann eine Doku gesehen oder mal einen Artikel darüber, wie manchmal so diese Fotoshootings von Cosplayern ablaufen. Fand ich besonders witzig. Habe ich noch so in Erinnerung eins von Yowamushi Pedal, also von diesem Fahrrad-Anime, wo dann versucht worden ist, eben ein Foto nachzustellen, wo vorne dann ein Fahrer auf dem Bike ist und der ganz nah an der Kamera ist und so verschmitzt zur Seite guckt und dann hinten jemand auf dem Fahrrad auch weit runtergebeugt versucht, ihn aufzuholen. Und es sieht auf dem Foto super geil aus, als würden wirklich beide auf dem Fahrrad sitzen, aber der eine, der beugt sich dann irgendwie über einen kleinen Stein rüber und der andere da liegen dann zwei Personen auf dem Boden und halten das Fahrrad, damit es nicht umkippt, weil die Fotos werden logischerweise am Stehen gemacht. Da wird dann sehr viel mit Kamerapositionierung, mit dem Verstecken von irgendwelchen Hilfsmitteln gearbeitet und dann eben auch mit der Entfernung, um dann Größenverhältnisse oder Entfernungsverhältnisse unterschiedlich darzustellen. Also das ist dieses Foto machen und die richtige Fotoeinstellung und Setup zu finden fürs Nachstellen von Szenen ist fast noch meine eigene Wissenschaft für sich dann. Wie zum Beispiel kleine Hocker, Menschen, die dich hochhalten oder vor allem sehr nicht-lady-mäßige Posen, wenn man die einnehmen will. Ich sollte nicht weiter nachfragen. Nun ja, das ist so ziemlich alles, was es dabei zu bedenken gibt. Aber jetzt habe ich ja die ganze Zeit geredet. Gibt es dann etwas, was du hören willst? Kann ich an solchen Stellen hier eigentlich speichern? Ich komme hier nicht mehr ins Menü rein. Wie fühlt es sich an, eine Meute an Menschen anzuziehen? An gewissen Orten zu sein, muss Spaß machen. Sag mir mal, Tsumugi, was tust du denn, um deinen heißen Körper in so in Schuss zu halten? Oder
ist hier mit Figure gemeint, die Pose oder tatsächlich die Figur, also Figur im Sinne von Körperfigur, die Figur oder das Aussehen. Muss ziemlich schwer sein, die Figur zu halten. Machst du, ist es gerade sexuelle Belästigung, was du machst? Ich hatte nicht erwartet, dass du mich mit solchen Augen betrachtest oder dass du mich so ansiehst. Ja. Nein, das ist doch nicht, was ich meine. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass du dir wirklich sehr viel Mühe gibst. Yamete yo! Nur damit du es weißt, ich werde sofort irgendwelche, Bilder, die aus einem zu niedrigen Winkel, wie heißt es, Skirt, den Rock hinauf geschossen werden, werde ich sofort anzeigen. Chiga. Ich sag doch, das meine ich damit nicht. Ich sollte vermutlich das Thema wechseln. Ano sa. Okay, er ist automatisch auf seine Location gewechselt. Welche Location war denn für dich bis jetzt am spaßigsten? Oder hat dir am meisten Spaß gemacht? Ich würde jetzt nicht so sehr Spaß sagen, aber diejenige, die den größten Eindruck hinterlassen hat, war ein Event in einem Themenpark, wo ich einen Charakter aus einer Kindershow gecosplayt habe. Und alle Kinder haben mich dort angeschrien und zwar mit den Worten: Mach den Spezialmove, mach den Spezialmove. Und die anderen Cosplayer und ich haben dann versucht, die Posen nachzustellen, aber die Kinder mochten es nicht wirklich. Und dann habe ich sie eben eine ganze Menge geübt. Das war auf jeden Fall eine gute Lernerfahrung. Tsumugi hat sehr viel Spaß, das alles zu erklären, und mir macht es auch Spaß zu hören. Okay, Tsumugis Report Card geupdatet. Und damit dürfte jetzt allerdings Tag Nummer 1 Free Time vorbei sein. Ja, ich hörte noch weiter Tsumugis frohen Erinnerungen vom Cosplay zu und kehrte dann in mein Zimmer zurück.